Es ist Donnerstag und Sie sehen das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, keine Neuinfektion. LGBTQ, Stadt will keine Fahne hissen. Und Rathauskooperation, Debatte der Parteien geht weiter. Und damit herzlich willkommen zum SKB-Journal. Wir beginnen auch die heutige Sendung mit den aktuellen Corona-Zahlen. Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt liegt mit Stand vom Mittwoch bei 2,8. Es gab keinen weiteren Infektionsfall. In den letzten 7 Tagen gab es 2 Neuinfektionen. Der Hauptausschuss hat am Montag mit Stimmen der CDU, AfD, Freien Wählern und des Oberbürgermeisters entschieden, dass die Regenbogenflagge nicht vor dem Rathaus als Zeichen gegen Homophobie, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit gehisst wird. Laut Pressemitteilung der Linken habe man im Rathaus die Notwendigkeit dieses Symbols negiert und nach Auffassung der Linken auch verhöhnt. Lediglich die Grünen hatten den Antrag unterstützt, die SPD enthielt sich bei der Abstimmung. In der Vergangenheit hat die Stadt immer wieder durch Fahnenhissung seine Solidarität gezeigt. Beispielsweise durch die Hissung der Fahne gegen Gewalt an Frauen oder die Fahne Bürgermeister für Frieden, genauso wie Flagge für die Befreiung von Tibet. Eine offene Begründung, warum dieses Zeichen abgelehnt wurde, haben die Fraktion sowie der Oberbürgermeister bisher nicht gegeben. Der Antrag ist kostenneutral. Im Landtag hissen ebenfalls Abgeordnete der Parteien der SVV die Fahne jährlich, ebenso in zahlreichen anderen Kommunen des Landes. Wir sind hier heute in Hohenstücken in der Brösestraße und wir sind hier heute, weil wir auf unsere Ausstellung aufmerksam machen wollen, die heißt DDR auf 60 Quadratmeter. Das Besondere an dieser Ausstellung ist, dass wir den Künstler Martin Maleschka gewinnen konnten, der seine Wohnmaschine 3.0 hier in Brandenburg an der Havel zeigt. Martin Maleschka, bin Architekt, also habe Architektur studiert, Architektur abgeschlossen, habe mich aber dann mehr oder weniger mit Fotografie beschäftigt, mit Kunst, Design, alles was eigentlich so im Zeitraum von 1950 bis 1980 oder Ende der 80er Jahre, also alles was zu DDR-Zeiten produziert, gebaut, gehandwerkelt wurde, habe mich damit befasst. Und ich wurde eben gebeten, weil ich eben schon 2 künstlerische Installationen einmal in Eisenhüttenstadt, einmal in Dresden gemacht habe, ist eben die Frau Fischper auf mich aufmerksam geworden von der WBG und hat mich eben gebeten, hier in der Brösestraße sozusagen eine künstlerische Installation in einer Plattenbauwohnung zu machen. Die Wohnung ist sozusagen in ihrem Rohbauzustand, wenn man so will. Und ja, und hier habe ich jetzt sozusagen künstlerisch etwas in die Wohnung gelegt, beziehungsweise in anderen Wohnungen über mir angehangen. Ein Fruchttisch. Also wir sind jetzt hier im Gebäude von 1979. Ich bin 2 Jahre später geboren, in Eisenhüttenstadt, auch in einem Plattenbau. Und ich kenne einfach diese Wohnung in- und auswendig. Ne? Also ich fühle mich halt auch hier wohl einfach. Ne? Also wenn ich in diese Regionen komme, also ich bereise eben sozusagen auch ostdeutschlandweit jedes Neubaugebiet und dokumentiere das eben auch auf die Veränderungen hin nach der Wende, vor der Wende, was man eben noch an Originalsubstanz findet, was eben natürlich nicht. Naja, und die Originalsubstanz, die schwindet immer mehr. Wir sind jetzt gerade hier in einem Gebäude, was eben noch original von außen, also von der Fassade her, ziemlich original erhalten ist, was natürlich auch schön ist, weil sowas findet man nicht mehr so häufig. Ja, und deswegen habe ich eigentlich auch extreme Lust auf dieses Projekt auch gehabt, weil natürlich erstens das für mich sehr gut vorbereitet wurde, definitiv. Also großer Dank an die WBG. Und weil es natürlich auch in einem Gebäude ist, was eben noch diesen bestimmten, naja, ich sag mal, schon nostalgischen Charme noch hat. Erdgeschoss fällt man eigentlich in die erste Wohnung, die sozusagen eine künstlerische Installation von mir ist. Es sind Alltagsgegenstände aus der DDR, also alles, was man sozusagen im Haushalt jahrzehntelang verwendet hat, zum Teil heute immer noch verwendet. Das ist eigentlich das Tolle daran, dass man da sozusagen ja genau an einer Schnittstelle ist. Die Leute kommen halt rein, die sehen das, erkennen viele Dinge wieder.
Wir sehen hier nicht nur die Ausstellung, sondern auch Wohnungen im Rohbau. Und dass man sich die Grundrisse hier vorstellen kann, was passiert, haben wir auch Fotos angehangen, Grundrissvarianten zeigen wir. Und wir zeigen Bilder von Kalendervarianten, von Fotomotiven, die letztes Jahr von Mietern, Brandenburgern bei uns abgegeben worden sind. Das Wichtige ist eigentlich, glaube ich, dass da sozusagen die Leute aus dem Wohnquartier, aber natürlich auch aus der Innenstadt hierher kommen, sich das angucken und sozusagen ganz, ganz viele Geschichten auf einmal sozusagen hervorgerufen werden, ne? Und man sich dann eben austauscht. Das ist eigentlich das Tolle, glaube ich. Also das, was ich bei den anderen Wohnmaschinen erlebt habe. Los geht's am 10.07. Immer samstags, 3 Wochenenden, werden wir die Ausstellung zeigen. Vormittags 2 Stunden und nachmittags 2 Stunden. Und da wir noch nicht ganz genau wissen, wie wir das mit den Corona-Bedingungen umsetzen können, bitten wir aktuell noch, dass man sich bei uns telefonisch bei Frau Linzen meldet, die dann Termine vergibt, damit wir handeln können, dass hier nicht zu viele Gäste die Räumlichkeiten betreten. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Knobi, Knobi, und du bleibst vital. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. CDU, SPD und Freie Wähler werden nach den Problemen der letzten Woche nicht müde zu betonen, dass es um Inhalte gehe. Personaldiskussionen wären kein Problem für die Rathauskooperation. Deshalb legen die Bündnispartner im Moment den Fokus auf konkrete Themen. Alles nur Ablenkung oder wahrhaftige Bemühung. Die Zukunft des Bahnhofsgeländes, plötzlich ist sie wieder ein großes Thema bei CDU, SPD und Freien Wählern. In ihrer eilig gefertigten Erklärung vom letzten Donnerstag spielte die städtebauliche Entwicklung des Areals eine zentrale Rolle. Die Reservierungserklärung für das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten für den Bahnhof zwingt uns ja, sich damit zu beschäftigen, was machen wir am Bahnhof. Also angefangen vom Güterbahnhof und aufgehört in der Otto-Garz-Straße ist dazwischen so viel Entwicklungspotenzial. Das ist die Eingangssituation unserer Stadt. Und da sind, glaube ich, 3 Discounter und ein großer Platz irgendwie ein bisschen zu wenig für so eine wichtige Stadt, für so eine schöne Stadt. Da kann man wirklich noch mehr machen. Und da sollte man auch die Entwicklungspotenziale durchaus mal sozusagen in Gänze planen. Dass wir einen Rahmenplan entwickeln im Umfeld des Hauptbahnhofes, weil dort ja die Ansiedlung des Bundesamtes für Auswärtige Angelegenheiten stattfinden soll. Und dort nämlich, wo jetzt die großen Parkplätze auf diesen Schotterflächen sind, wenn die dadurch wegfallen, brauchen wir vorher Ersatz. Und zwar im Bereich dicht und nah, im Bereich des Hauptbahnhofs. Und dafür brauchen wir diesen Rahmenplan. Die plötzliche Aufmerksamkeit verwundert, insbesondere vom Thema Güterbahnhof, war abgesehen von einer kurzen Aufregung im letzten Jahr, als die Versteigerung bekannt wurde, lange nichts mehr zu hören. Das sei doch kein Widerspruch, betont der CDU-Fraktionsvorsitzende. Im Gegenteil. Das große Thema ist ja, wir wollen Themen bearbeiten, die wir in unserer Kooperation ja so ein Stück auch ja abgestimmt haben, wo wir eine große Kongruenz festgestellt haben. Und da war bisher die einheitliche Meinung, dass diese eben auch weiter abgearbeitet werden sollen, weil es eben dort einfach um die Stadt geht. Im Eifer dieses Vorsatzes kommen nun sogar Themen wieder auf den Tisch, an denen jahrelang zumindest das breite politische Interesse eher überschaubar zu sein schien. Wie etwa der schon lange bedauernswerte Zustand des Seegartens in Kirchmöser. Da gibt es seit Jahren die Bestrebung auf der Kirchmöseraner, das wieder zu beleben in irgendeiner Weise. Denn nichts ist schlimmer als irgendwie eine zugeschraubte Bude,
die einfach vor sich hinrottet. Und das ist einfach, dafür ist es ein zu schönes Juwel, dass wir da in Kirchmöser noch haben. Und daraus was zu machen, ist, glaube ich, Anspruch, den nicht nur in Kirchmöser viele Menschen haben, sondern auch darüber hinaus. Also insofern, es bleiben wichtige Themen, die auch weiterhin besprochen werden müssen. Es sind ja Projekte angeschoben worden, wie das Schulzentrum, wie die Lösung fürs Depot am Museum. Die werden ja nun nicht einfach abgebrochen werden, sondern wir müssen daran weiterarbeiten. Doch wie glaubwürdig ist dieser plötzliche Eifer? In den übrigen Fraktionen überwiegt Skepsis und mancher würde sich eine grundsätzlich andere Herangehensweise wünschen. Dann hat man drei Themen genannt, die so in der Luft schwirren, die aus meiner Sicht im Moment nicht Thema sind. Die stehen nicht auf der Stadtverordnetenversammlung zur Tagesordnung und hat da mal sozusagen eine freundliche Pressemitteilung gegeben, und womit man anscheinend signalisieren wollte, dass man sich inhaltlich unterhält. Aber das ist im Moment gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie geht es mit dem angefangenen Verfahren weiter? Ich möchte, dass ein Rathaus einer Stadt, einer so wunderbaren Stadt wie Brandenburg, nicht mit einer Hinterzimmerkoalition geführt wird. Je mehr Transparenz, je mehr Offenheit, je mehr Direktheit und direkter Kontakt mit den Bürgern, umso wichtiger und umso integrativer wird eine Stadtpolitik. Und deswegen würde ich persönlich sehr dafür votieren und würde es mir auch wünschen, wenn die Stadt Brandenburg das Vorbild in Sachen Bürgerbeteiligung werden würde. Lasst bitte alle zentralen Entscheidungen künftig nicht mehr von Zufallskoalitionen oder von kurzfristigen Hinterzimmerkoalitionen in dieser Stadt gestalten, sondern lasst die Bürgerinnen und Bürger darüber entscheiden. Das würde den Brandenburgern gut tun und es würde der Stadt in ihrem ganzen Klima gut tun. Es werden am Ende wohl tatsächlich die vielbeschworenen Inhalte sein, an denen sich die Rathauskooperation wird messen lassen müssen. Wenn es CDU, SPD und Freien Wählern hier spürbar gelingt, etwas zum Besseren zu bewegen, dann wird wohl auch der Stotterstaat schnell vergessen sein. Liebe Zuschauer, damit sind wir nun auch beim Wetter angelangt. Der heutige Donnerstag war der erste richtig heiße Tag in dieser Woche. Über 35 Grad sind die Temperaturen gestiegen und so wird es auch am Wochenende. Hier ist der SKB-3-Tagestrend. Am Freitag erwarten uns heiße 37 Grad, dazu scheint den ganzen Tag die Sonne. Der Samstag und Sonntag werden ebenfalls sonnig, die Temperaturen steigen auf bis zu 36 Grad. Liebe Zuschauer, das war der Donnerstag im SKB-Journal. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und sage Tschüss, machen Sie es gut.